Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 8. November 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 731 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Broken Link Checker, Disney Plus, Gruppeneinladungen, Netflix aus und Samsung Mail. Ich beginne mit dem sehr beliebten Plugin, was ich auch immer und immer und immer wieder mal verschiedenen Bloggern, denen ich helfe und die mich um Tipps fragen, empfehle, ist das Plugin Broken Link Checker. Das zeigt euch Links an, die nicht mehr funktionieren. Passiert hier auch im Podcast bei uns natürlich logischerweise sehr viel, denn ja, solche News-Artikel können mal rausfliegen, werden überarbeitet und umgeleitet und eben nicht umgeleitet und dann führt das Ganze in die Leere hinaus, in dieses Internet, und das mag Google als Suchmaschine zum Beispiel gar nicht. Deshalb ist so ein Dienst sicherlich nicht der verkehrte Weg. Vor kurzem war da eine größere Sicherheitslücke entdeckt worden, das habe ich gar nicht mitbekommen. Zum Glück gibt es seit gestern ein Update darauf, warum man sich das unbedingt auch installieren sollte. Spannend ist, und das habe ich gar nicht mitbekommen, ist, dass die App von ManageWP gekauft wurde, ein Dienst, auf den wir auch setzen, um Backups zu machen und um Updates von Plugins und WordPress generell einzuspielen. Und die haben das eigentlich deshalb getan, um ihren eigenen Dienst, der eben genau das Gleiche macht, nämlich nach gebrochenen Links suchen, voranzubringen. Nun haben sie aber bemerkt, dass knapp 700.000 User, die das Plugin installiert haben, es eben halt auch immer noch geupdatet haben möchten. Und das haben sie jetzt mittlerweile weitergegeben. Wie, wo und weshalb, das könnt ihr nachlesen. Das Ding ist, wenn ich es bei meinem eben Dienst, dem WP Manager einsetzen würde, würde ich pro Domain 70 Rappen im oder Cent, Dollar Cent pro Monat bezahlen. Hier bekomme ich das Ganze noch gratis. Die Frage ist, ob das in Zukunft auch noch so bleiben wird, weil sie haben die Entwicklung des Plugins weitergegeben an das WP MU Dev Team. Und die sind bekannt für Plugins mit Abo-Modellen. Wir dürfen also gespannt sein, wie das weitergeht. Und ja, uns sonst vielleicht nach Alternativen uns umsuchen oder eben halt in die Tasche greifen, je nachdem, wie man dann mag. So, von viel Technischen gehen wir rüber ein bisschen in Richtung Unterhaltung. Seit letzter Woche ist ja TV Plus von Apple auf dem Markt und man kann es weltweit nutzen, also so ziemlich in vielen Ländern. In wenigen Tagen kommt Disney Plus auf den Markt und das ist, glaube ich, am 16. November, 12. November, also in wenigen Tagen startet der Dienst auch, aber nur in den Staaten Australien, Neuseeland und ich glaube Holland war noch irgendwie, Kanada, genau, ist noch mit dabei. Und jetzt ist der Deutschlandstart bestätigt worden und zwar nicht nur Deutschland, sondern auch Großbritannien, Italien, Frankreich und Spanien, also leider rund um uns herum. Gilt nicht für die Deutschen logischerweise, sondern für uns Österreicher oder für euch Österreicher und uns Schweizer. Und ja, was bekommt man da? Viele Serien und viele oder einige Serien und viel Backkatalog von Disney. Wir dürfen gespannt sein auf den März nächsten Jahres und eben Schweiz, Österreich wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Wer auf WhatsApp setzt und ständig immer wieder mal in Gruppen eingeladen wird, der sollte jetzt aufpassen und auf den Link klicken, den ich euch in die Shownotes gehängt habe, denn das kann man in Zukunft unterbinden. Facebook hat den Datenschutz erhöht, ja. Auch mal in die Richtung kann es gehen, wie ihr eben genau euch davor schützt, das in dem Link, den wir in den Shownotes drin haben. Dann gibt es Neuigkeiten von Netflix und die gingen gestern mit einem großen Raunen ein bisschen durch ältere Fernsehgeräte und da spricht man von 2010, 2011er Modelle, sollen keine Netflix-App-Unterstützung mehr bekommen in diesen smarten TVs. Soll eben die App, die da für zuständig ist, nicht mehr funktionieren, entsprechend nicht mehr unterstützt werden. Und da hat der Cashy bei Samsung Deutschland nachgefragt. Anscheinend ist das so, dass das die Modelle in Kanada und USA betrifft und in Deutschland nicht. Aber ja, wie es halt so ist mit diesen smarten Dingen, die bleiben nicht ganz so lange smart anscheinend. Obwohl, unser Fernseher ist noch aus dem 2008, also unser Display, was wir da vorne haben, ist ja kein Fernseher.
aber der hat noch keine App drauf. Auf jeden Fall rate ich euch generell sowieso nicht unbedingt auf diese Apps zurückzugreifen, denn ja, Updates und Sicherheit und so weiter, die haben die ja nicht ganz so. Deshalb, da gibt's ja genügend Möglichkeiten mit einer Apple TV, einer Nvidia Shield, mit einem Fire Stick oder sonstigen Alternativen. Die bekommen jeweils Updates und haben auch die Möglichkeit. Außer Amazon schmeißt die App wieder mal raus. Das kann natürlich auch passieren. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich euch mal berichtet, dass es Microsoft mit der mittlerweile, glaube ich, dritten oder vierten App geschafft hat, in den Billionaires Club einzutreten, also in den Milliardärs Club einzutreten im Play Store. Das sind Apps, die mehr als eine Milliarde Mal runtergeladen sind. Jetzt hat es auch Samsung geschafft. In letzter Zeit kommen da immer mehr Apps dazu. Mittlerweile mit der dritten App nach dem Push-Service und dem Launch ist jetzt auch die, was war es nochmal, Samsung Mail App, genau, die eigene Mail App, die es eine Milliarde Mal geschafft hat. Das ist zum einen schön, zum anderen haben wir in den Shownotes verlinkt bei googlewatchblog.de einen Beitrag, der euch aufzeigt, welche Apps da alles drunter sind. Das sind Gmail, YouTube, Facebook, Instagram, Chrome und Play Music und so weiter und so fort. Könnt ihr euch nachlesen und mal ein bisschen reinschauen. Die Frage ist natürlich, wie wird das gezählt pro Account, pro Benutzer, pro Installation? Und die weitere Frage ist dann natürlich, wie groß ist dieses Android überhaupt, wenn in Anführungszeichen nur eine Milliarde Mal solche Apps runtergeladen werden, bei so einer Riesenzahl, die eigentlich sonst Android nutzen? Das gibt's auch verlinkt in den Shownotes im Beitrag eben da drin. War eine kleine Spekulation in die Richtung. Sehr spannend. Ja, das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch hatte. Und heute ist auch, wie anfangs erwähnt, der Freitag. Heißt, am Abend des heutigen Tags kommt ihr wahrscheinlich alle ins Wochenende und genießt dann das auch. Und nächste Woche ist der Achim wieder für euch da. Ich verabschiede mich jetzt und für mich ist morgen Kongress angesagt. Ich freue mich schon. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Euer Poképsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.